Irgendwo hier war das. Ich habe ein Zeichen gekriegt. Sah nach Munition aus. Da. Aber wo lag es? Geil. Ich habe Munition bekommen, ich habe keine. Naja. Was man hat, das hat man. Pass auf, mit wem du redest. Läufst herum und hinterlässt nur dreckige Fußspuren und scherst dich nicht drum, wer hinter dir alles sauber machen muss. Da wird jeder sauer. Dem Abkommen nach lösen unsere Stationen dann Probleme beim Handel. Hau ab, Artyom! Den Ressourcen und so weiter gemeinsam. Nicht so unhöflich. Ach, Leidenschaft sieht das echt nicht aus. Gesagt, dass du in der Nähe bleiben sollst. Es macht keinen Spaß, überall nach dir zu suchen. Ich mache mir das solche Sorgen. Okay, zu haben, das kann schon okay Papa, tut mir leid. Das ist eine Erfindung zur beliebtesten Waffe der Welt wurde. Er hat gesagt, dass er glücklich sei, dass unsere Grenzen mit ihrer Hilfe gesichert werden. Mhm. Wenn ich das Ding erfunden hätte, wäre ich verrückt geworden. Stell dir vor, deine Erfindung ist die Mordwaffe Nummer 1 in der Welt. Das ist noch schlimmer, als der Arzt zu sein, der die Guillotine erfunden hat. Und jetzt benutzen wir Patronen als Währung? Wie krank ist denn das? Denk mal drüber nach. Eine Kugel ist ein Leben. 100 Gramm Tee kosten 5 Leben. Ein Würstchen? Die Kleinigkeit von 15 Leben. Eine schöne Lederjacke. Du hast Glück. Sie ist im Angebot. Nicht 300, sondern nur 250 Menschenleben. Ja, der tägliche Umsatz des Marktes dürfte ungefähr der Anzahl Leben aller übrigen Metrobewohner entsprechen. Ist ja heftig. Hey du, komm mal hierher. Sprechen verboten, hast du gehört? Und du, Artyom, solltest gehen. Du hast hier nichts verloren. Ein Gefängnis ist ein Ort für Diebe. Schlimm, schlimm. Ja, so ist das. Die haben mich geschnappt. Ich wurde beauftragt, den Funk zu überwachen. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu kontaktieren. Aber diese Bunker hatte es als erstes erwischt. Anfangs wurden keine zivilen Ziele direkt beschossen. Und niemand hatte geglaubt, dass dies der Krieg wäre, der alles beendet. Und während ich den Funk überwachte, habe ich am Anfang auch viel seltsames Zeug gehört. Sibirien war still. Aber die anderen übertrugen, einschließlich der Atom-U-Boote. Sie warteten auf Befehle. Sollen wir zuschlagen? Niemand konnte glauben, dass es Moskau nicht mehr gab. Marinekapitäne weinten über Funk wie Kinder. Die Mannschaften baten mich nachzuprüfen, ob ihre Familien zu den Überlebenden gehörten. Aber ich konnte nichts tun. Manche U-Boot-Besatzungen entschieden, Rache zu nehmen und begaben sich zu ihren Abschusspositionen. Andere meinten, dass weiteres Töten sinnlos wäre, weil die Welt sowieso dem Untergang geweiht sei. Die U-Boote meldeten sich lange Zeit immer wieder per Funk. Sie konnten mindestens ein halbes Jahr unter Wasser bleiben. Manche von ihnen wurden zerstört, aber nicht alle. Ich zittere noch immer, wenn ich an diese Tage denke. Hallo, alles klar, nehme ich an? Zumindest geht's nicht schlecht. Tu etwas. Besorge das Geld, um Medikamente zu kaufen. Artyom, bitte. Mein Sohn ist krank. Hast du nicht ein paar Patronen übrig? Ich zahle sie dir zurück, sobald ich kann. Danke, Artyom. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ja, was brauchst du?
Dir da ist auch nicht schlecht. Aber dir es gibt eine Standardmethode für Selbstporträts. Hier, guter Mann. Nicht machen einen guten Soldaten aus. Ist Ihr Leben für Sie so wertlos? Na gut, aber Ihr Tod wäre für jene, die Sie zurücklassen, sehr teuer. Ein bisschen teuer, hm? In Ordnung, bedienen Sie sich. Es gibt eine große Auswahl und nur in unserem Laden. Wenn du es selbst kannst, kannst du es auch töten. Etwas Besseres werden Sie nicht finden. Glauben Sie mir, ich weiß es. Eine gute Waffe ist der beste Partner. Sicherheitslinie, ganz nach dem Lehrbuch. Scheiß auf das Buch, deshalb erzähle ich das ja. Wir gingen los. Nach einer Strecke hing das Seil zum Hintermann plötzlich los. Wir riefen nach ihm. Nichts. Aber Nazi. Na. Zog das Seil zu sich. Nein. Es schien abgebissen zu sein. Auch nicht, auch nicht. Ja, gut. Wie auch immer. Keine Spur, kein Geräusch, einfach weg. Toljan starrte das Seil an, zitterte vor Angst, bis ich ihn weckte. Na sag schon, Sohn, was soll ich dir mitbringen? Nun, mein Schatz, was soll Papa dir holen? Ein Ball und ein paar Buntstifte und Süßigkeiten. Okay, Papa? Einverstanden. Aber nur, wenn du dich benimmst, okay? Sei lieb zu deiner Mama und hör zu Hause auf sie, in Ordnung? Kommen Sie her, schauen Sie ruhig. Okay, wohl frisch gejagt, wa? Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufbold. Was willst du? Du säufst, als ob es kein Morgen gibt. Und es wird keins geben, wenn du deinen Hintern nicht nach Hause bewegst. Verpiss dich! Gehen wir. Bewegung, du Suffkopf. Lass mich in Ruhe, ich krieg das selber hin. Da hast du aber eine glückliche Familie. Ich habe die beste Auswahl und perfekte Kundenzufriedenheit. Aber gehen Sie ruhig und kaufen Sie bei einem anderen Händler. Sie bekommen, wofür Sie bezahlen. Aber letzte Woche hatten Sie die gleiche Ware zu einem kleineren Preis. Aha. Oh ja. Das ist genau mein Ding. Ja? Treffen Sie Ihre Wahl, hä? Eine gute Idee. Nicht schlecht. Wer ist er? Patronentausch? Du bist es, Artyom. Lass mich etwas ausruhen, ja? Ich muss bald aufwachen. Klarer Handel! Ein Tausch? Seien Sie mein Gast. Wucher. Hallo, Artyom. Sieh mal, ich gebe dir das Buch morgen zurück, okay? Habe es noch nicht durch. Aha. Das ist ein tolles Buch. Vielen Dank. Na klar, kein Problem. Artyom. Wo ist deine Ausrüstung? Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Ah, sag mir jetzt nicht, dass ich das vorher hätte machen sollen. Ich hätte Munition gekriegt.
Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Er scheint völlig inkompetent zu sein. Als wenn du als Soldat geboren wärst. Jeder kann alles lernen. Nein, nur wenn du dafür geschaffen bist. Wenn nicht, bist du für den Rest deiner Tage ein Putzmann oder so. Du hast zwei Hände, hast einen Kopf, hier ist deine Waffe und los, los, los! Keine Angst, es ist immer die gleiche alte Geschichte. Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 5,45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Hier ist ein Universalladegerät, damit die aktiv bleiben. Ja, vielen Dank. Maske, setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Ich wünschte, ich hätte davon ein bisschen was geholt. Erstmal alles kaputt schießen, was da ist. Hä? Zurück an die Oberfläche? Ich habe Moskau nie gesehen, nur die alten Bilder. Moskau ist weg. Und bald werden wir auch weg sein. Und die Monster werden die Erde übernehmen. Aber es gab noch andere U-Bahnen. In St. Petersburg, Minsk, Kiew. Vielleicht haben auch anderswo Leute überlebt. Zumindest eine Weile. Aber es sind so viele Jahre vergangen. Und wir haben nichts von ihnen gehört. Die anderen Städte hatten keinen Verteidigungsring wie Moskau. St. Petersburg war so eine großartige Stadt. Die Kathedrale. Und die Admiralität mit ihrem Turm. Ich erinnere mich an die Sommernächte auf dem Nevski Prospekt. Leute, Gelächter, Kinder mit Eis, schöne, schlanke Mädchen. Die Musik. Und die Luft so süß, dass man sie trinken konnte. Was für eine wunderschöne Welt wir zerstört haben. Das war gerade kein Beispiel. Das hätte ich nicht tun sollen. Scheiße, ich konnte nicht widerstehen. Kann ich ihm das vielleicht wieder reintun da? Okay, das war richtig, richtig kacke.
Ich darf euch beruhigen, auch wenn ich das jetzt gerade gröblichst versaut habe, werde ich das nochmal neu erspielen und dann lasse ich es da. Hi, wie geht es dir, Artyom? Ja, mir geht es soweit ganz gut. So viele Pluspunkte und dann... Oh, das ist sein Raum. Komm herein, Junge. Bist du bereit aufzubrechen? Gut. Du hast vermutlich gehört, dass unsere Station ein Bündnis mit Riga eingeht. Wir schicken ihnen ein paar Wagen mit humanitären Gütern, ein paar Waffen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Das ist die Ladung, die du bewachen wirst. Es ist keine sehr lange Reise und es sollte auch nicht zu schwierig werden. Artyom, noch eine Sache, bevor du gehst. Ich kann sehen, wie du zu Hunter aufschaust. Aber das Leben der Ranger ist anders als unseres. Sie sind leichtfertig und sogar von Natur aus gewalttätig. Man gewinnt nichts dadurch, dass man den Helden spielt. Halte dich also aus Ärger raus. Bring die Karawane zum Zielort und komm so schnell wie möglich nach Hause. Auf Wiedersehen, mein Junge. Ich kann es nicht glauben. Ich habe ihn tatsächlich beklaut. Scheiße. Hallo Artyom, wie geht es dir? Ich brauche eine Pause. Ich komme nicht einmal zu Hause. Tja. Lackier damals nicht auch noch was? Wenn, dann weiß ich es nicht mehr. Doch. Tada! 3 hätte ich jetzt eigentlich, wenn ich unseren Kollegen nicht beklaue. Ich halte sie ja schon. Ich hab dir gesagt, du sollst sie festhalten. Hab ich. Und so ein netter Kerl. Artyom, meine ich. Schließ dich der Karawane an, dann viel Glück. Hallo, Artyom. Ich finde das voll geil. Ich hätte jetzt quasi 3 Stück. Fuck, Alter. Ich werde nicht damit fertig, dass ich ihn beklaut habe. Das war voll negativ. Habt ihr das gesehen? Scheiße. Ich weiß, um zu überleben, sollte man einiges tun und man braucht ein paar Ellbogen. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen?